Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich mit euch ein kongruentes Dreieck konstruieren. Was das Wort kongruent bedeutet, wird ziemlich schnell deutlich, wenn wir dieses Dreieck auf verschiedene Formen konstruieren. Und was benötigen wir jetzt, um ein kongruentes Dreieck zu konstruieren? Wir benötigen mindestens drei gegebene Größen und hier gibt es jetzt verschiedene Fälle. Der erste Fall, den wir hier betrachten, ist, wir haben alle Seitenlängen gegeben, also der Fall SSS. Wir kennen also die Seiten A, B und C, aber die Winkel sind alle gänzlich unbekannt. Und wie können wir jetzt hier ein Dreieck konstruieren? Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Lineal und ein Zirkel. Wir können jetzt auch mit jeder beliebigen Seite anfangen, um unser Dreieck zu konstruieren. Für mich persönlich bietet es sich immer an, die längste Seite zu wählen. Aber keine Angst, wir fangen auch einmal mit der kurzen Seite an. Und nicht wundern, hier steht Zentimeter. Das habe ich gewählt, damit ihr schön zeichnen könnt. Ich zeichne natürlich nicht 2,5, 4 und 5,5 Zentimeter. Das wäre sehr klein. Bei mir entspricht, wie bei euch, ein Kästchen ist gleich ein halber Zentimeter. Also sind 5,5 Zentimeter 11 Kästchen. Und so zeichnen wir erstmal unsere Strecke C ein. Das sind 5,5 Zentimeter oder 11 Kästchen. Das ist unsere Strecke C. Und jetzt müssen wir noch die Seitenlängen A und B einzeichnen. Alles, was ihr hierfür bräucht, ist ein Zirkel. In Ermangelung eines benutze ich einen Stift mit einer Schnur. Damit bin ich sicherlich nicht so genau wie ihr, aber es reicht, um das Verfahren zu verdeutlichen. Und was wir jetzt vorhaben, kann man sehr schön demonstrieren an unserem oberen Dreieck. Wir zeichnen jetzt einen Kreis mit dem Radius B. Dann können wir hier jetzt praktisch einzeichnen. Und wenn wir jetzt einen Kreis mit dem Radius A einzeichnen, haben wir hier einen Schnittpunkt. Und bei dem Schnittpunkt haben wir dann die Länge B und A. Und das machen wir jetzt hier unten. Das wollen wir jetzt mal genauso einzeichnen wie hier. Das heißt, B fängt hier unten an. Das bedeutet, ich habe hier dann 8 Kästchen oder bei euch 4 cm. Und ich zeichne jetzt irgendwo hier, wo ich den Schnittpunkt vermute, den Radius ein. Versuche das mal schön zu machen. So, irgendwo hier vermute ich den. Der wird sicherlich näher hier liegen, denn Strecke A ist ja kürzer. Und nun gehe ich von hier aus und habe den Radius 2,5 cm. Das heißt 5 Kästchen. Und das ist hier. Und hier habe ich dann den Schnittpunkt. Und genau diesen Schnittpunkt brauchen wir jetzt. Denn in diesem Schnittpunkt können wir jetzt die Strecke B mit 4 cm einzeichnen und die Strecke A mit 2,5 cm. Wir haben hier die Strecke B, entspricht 4 cm, könnt ihr auch zu Hause nachmessen. Und wir können hier zum Schnittpunkt die Strecke A einzeichnen. Und das müsste 2,5 cm entsprechen. Und so einfach haben wir das Dreieck konstruiert mit den Seitenlängen A, B und C, die 2,5, 4 und 5,5 cm entsprechen. Aber ihr habt euch bestimmt gefragt, gibt es nicht noch eine andere Möglichkeit, dieses Dreieck zu konstruieren? Ja, natürlich. Denn wir haben doch hier, wenn wir hier unsere Strecke C zeichnen, hier oben B und A gezeichnet. Könnten wir nicht einfach B auch hier unten zeichnen? Haben wir nicht denn dasselbe Dreieck? Ja, das haben wir. Und das machen wir jetzt einmal schnell. Ich zeichne hierfür noch einmal die Länge C ein. Das sind wieder die 11 Kästchen. Und ich habe jetzt hier unseren Radius B. Aber ich zeichne ihn mal nach unten. Und genauso mit dem Radius A. Und auch hier können wir jetzt dann wieder unsere Strecken A und B einzeichnen. Und alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben praktisch unser Dreieck gespiegelt. Wenn ich das jetzt genau gezeichnet hätte, müsste das deckungsgleich hier mit sein. Das heißt, ich habe hier unser Dreieck oben gezeichnet.
und praktisch einmal nach unten gekippt, gespiegelt hier. Und das ist ein kongruentes Dreieck. Und wir haben jetzt noch mehrere Möglichkeiten. Wir können auch hier einmal unsere Länge C zeichnen. Aber wir zeichnen jetzt nicht hier unsere Länge B und hier die Länge A, sondern hier A und da B. Können wir doch auch machen. Das heißt, wir haben dann von diesem Punkt aus A, das sind 5 Kästchen. Und wir haben von diesem Punkt aus gesehen 8 Kästchen unsere Länge B. Das heißt, wir können dann hier jetzt unsere Strecke B einzeichnen. Mit den 4 cm. Hier ist natürlich Länge C und hier die Länge A. Und wir haben praktisch wieder dasselbe Dreieck gezeichnet. Entweder haben wir es von hier aus gesehen gespiegelt oder von hier aus gesehen verschoben und gedreht. Und das bedeutet das Wort kongruent. Wir haben zwei kongruente Flächen, wenn wir sie durch eine Spiegelung oder Verschiebung und Drehung ineinander überführen können. Denn dieses Dreieck hat immer genau dieselben Seitenlängen. Es ist bloß gespiegelt, gedreht oder verschoben. Oder alles von diesen dreien kombiniert. Das alles drückt das kleine Wort kongruent aus. Einfach wunderschön. Und jetzt wollen wir noch einmal dasselbe Dreieck konstruieren, indem wir mit einer kürzeren Seite anfangen. Das bedeutet, ich zeichne dann mal hier die Seite A hin. 5 Kästchen bei mir. Und ich will jetzt mal hier an die Seite B zeichnen und hier die Seite C. Das heißt, wir haben bei B 8 cm. Das heißt, wir haben bei B 8 Kästchen. Hoffentlich verzähle ich mich jetzt nicht. Und der Schnittpunkt wird irgendwo hier sein, da ja C länger ist. Bei C habe ich jetzt 11 Kästchen. Und somit hätten wir den Schnittpunkt hier. Hoffen wir mal, dass ich gut gezeichnet habe. Das heißt, wir können hier die Länge B einzeichnen. Und hier die Länge C. Und schauen wir mal, wie sehr mir das geglückt ist. Wir können jetzt dieses Dreieck hier rüber schieben. Mal müssen wir vermutlich noch spiegeln. Passend hindrehen. Und ich habe nicht gut gezeichnet, denn ich habe hier oben 6 Kästchen genommen. Ja. Hätte ich das jetzt mit 5 Kästchen oben Seite A gezeichnet, wäre das vermutlich ziemlich deckungsgleich. So ist es natürlich nicht, da ich hier oben praktisch 3 cm habe oder 2,5 cm. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden. Auch wenn ich mich sehr ärgere, dass ich jetzt hier so einen blöden Fehler gemacht habe. Aber darum geht es nicht. Es geht um das Verfahren. Wir können mit jeder beliebigen Seite anfangen, ob das C, A und es wird genauso mit B gehen. Wir brauchen dann einen Zirkel, zeichnen die beiden Radien ein, suchen den Schnittpunkt und können unser kongruentes Dreieck konstruieren. Und so einfach können wir mit 3 gegebenen Seitenlängen ein kongruentes Dreieck konstruieren, wenn wir nicht gerade so einen blöden Fehler machen wie ich hier. Eigentlich ganz einfach, oder? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es mit euren Freunden, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.